Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute sehen wir einen guten, alten, bekannten hier auf dem Kanal, den Admiral Akbar. Vielen Dank für dieses Chabarovsk-Replay. Und er spielt nicht alleine, nein, er spielt mit einer Yugumo zusammen. Also von dem her sehr, sehr spannend, hier diese beiden Zerstörer zu sehen. Bin ja gespannt, wie sie da im Team agieren. Und jetzt springen wir mal auf diese unglaubliche... Oh, eine Shima natürlich. Wie konnte ich die Shima hier vergessen? Es tut mir leid. Die wurde ja hier gerade noch geedit. Dementsprechend ist da jetzt für jeden was dabei. Auf dieser unglaublich sehenswerten Karte Ozean. Diese wirklich schönste Karte im Spiel. Die Flugzeuge fliegen hier gerade seitlich vorbei. Aber das ignorieren wir noch gekonnt. Denn das ist noch nicht wirklich interessant und spannend. So, jetzt gehen wir in die Action. Denn jetzt haben wir da mit der Kutuzov ein Schiff, das er direkt beschießen will und wird. Chabarovsk ist ja zwar ein Zerstörer, aber lebt extrem von den Kanonen. Sieht man auch, wahnsinnig schnelle Schussfrequenz. Gerade mal 4 Sekunden. Und natürlich mit HE ein absolutes Monster. Wichtig sind hier die Brände. Wie auf der Kutuzov schon zu sehen, das passt, da läuft es dann auch direkt. Ja, da muss er aufpassen. Sein Antrieb hat hier schon ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Aber passt mal auf, er schießt die ganze Zeit, ist dementsprechend die ganze Zeit offen. Und das auf eine Distanz, die nicht so ohne ist. Aber der hat ja so ein gutes Movement, dass er trotzdem kaum getroffen wird. Und das zeichnet ihn hier aus. Und die Torpedos kommen hier jetzt in Kutuzover Richtung. Kann hier aber gerade noch so beidrehen, um allen auszuweichen. Nicht schlecht von der Kutuzov. Muss man ihr schon mal lassen. Und wieder der nächste Brand, also die Kutuzov hat hier mal richtig Probleme mit den Zerstörern. Hat sich auch viel zu weit vom Team da abgesetzt und nebelt jetzt erst, das ist auch zu spät. Aber wie gesagt, die Kutuzov war da ganz alleine, das kann natürlich nicht klappen. Und jetzt ist daneben eben ein DD aufgegangen, eine Shima. Mal schauen, ob er den, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Kutuzov da weg. Und jetzt muss man mal gucken, ob er die Shima hinter sich einen Blick nimmt. Auf jeden Fall, da ist in North Carolina sehr, sehr nah auch dran. Und jetzt hat er sie auch für sich entdeckt. Macht hier den Boost an und will jetzt dahin. Shima ist natürlich da viel zu aggressiv meines Erachtens vorgegangen. Also bis dato sieht es zumindest so aus. North Carolina. Nicht mal ein Torpedo trifft da. Das ist ja mal richtig schlecht geschossen gewesen von der Shima. Wie kann man mit diesen Torpedos rein nicht einen einzigen treffen? Also das, ja, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr mau. Aber natürlich für ihn super schön, weil jetzt hat er da hier diesen Nervbolt, sag ich mal, der ihn da gespottet hätte, auch mal aus dem Fokus. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, weil jetzt kommt er jetzt erst in Schussreichweite. 20.000 Schaden hat er schon, aber das soll natürlich noch reichlich mehr werden. Jetzt könnte sie gleich weg sein, die arme Tirpitz. Auch hier wahnsinniger Regen an Granaten auf dieses eine Schiff. Unglaublich viel auch los hier. Wahnsinnig aggressiv wieder hier jeder spielt. Das ist schon extrem, muss man sagen. Aber gerade der Gegner hat so ein Talent dafür, die Schiffe einzeln nach vorne zu schicken. Und das ist natürlich sehr, sehr undankbar. Die Kagero hier auf die Distanz hat jetzt auch kaum Chancen, irgendwas auszurichten. Nun, natürlich wird das Schiff jetzt fokussiert. Er ist jetzt hier im Rauch, kann dementsprechend noch viel wunderbarer wirken. Kagero ist da auch sehr langsam, also er hat bestimmt irgendwie schon Probleme. Und jetzt geht er da schon weg. Kagero hat er versenkt und geht direkt auf die Izumo. Das Ziel ist nicht so schwer zu treffen.
Auch die Bismarck, eigentlich ein sehr schönes Schiff, was man gar nicht so versenken will. Aber in dem Fall ist es natürlich ein unglaublich dankbares Ziel, dass er sich hier da schnappen kann. Und jetzt nimmt er sich aber doch erstmal die Izumo vor. Denkt sich, die hat mehr Hitpoints, die nehme ich doch. Ja, und jetzt wieder die Bismarck. Da brennt sie auch schon wieder. Also das ist natürlich jetzt mit dieser Feuergeschwindigkeit ein wahres Fest. Und ihr seht auch da oben den Damage hochticken. Das ist natürlich mit den Bränden auf Schlachtschiffen immer sensationell. Jetzt die Tirpitz da gegen die Izumo 1-on-1. Die Tirpitz wird auch gleich mal die Torpedos von sich da rausfeuern. Und da sehen wir sie schon. Also auch da hat die Izumo jetzt Probleme. Und er schießt jetzt mal ein bisschen mit AP darauf. Sehen wir auch mal ganz gut, wie denn diese Granaten da so funktionieren. So, Izumo bekommt jetzt die Torps von der Tirpitz. Und da ist er auch schon weg. Also sein Team hat es ja wirklich super im Griff, muss man ganz klar sagen. Und der Gegner hat es schon sehr früh wirklich eher schlecht ausgespielt. Oh, da hat er jetzt den Flugzeugträger vor sich. Das ist natürlich eins der geilsten Ziele, was man mit so einem Zerstörer hat. Natürlich hat auch der Flugzeugträger ihn hier auf dem Kicker, aber da ging es noch sehr, sehr gut aus mit den Bomben. Und jetzt würde ich voll drauf fahren und mir den holen. Gar nicht erst beidrehen, sondern einfach rein. Oh ja, und natürlich, da kommen dann auch die Zitadellen, weil wenn ein Flugzeugträger so seitlich fährt mit AP-Granaten, kann man da einiges ausrichten. Aber jetzt muss er natürlich umladen, weil mit dem Winkel klappt AP nicht mehr. Dementsprechend muss er wieder auf HE gehen. Und ja, der Damage oben, der tickt und tickt und tickt. Jetzt brennt er auch wieder. Hat schon 120.000 Damage gefahren. So muss das. Torpedos jetzt da auf die Taille und da ist er auch weg. Und er kriegt sogar noch den Kill. Wie geil war das denn? Aber unterm Strich immer noch ein sauenges Gefecht. Bis gerade stand es 5 gegen 5. Durch diesen Kill gerade jetzt 5 gegen 4. Also das ist noch nicht gewonnen. Das darf man hier nicht unterschätzen. Hat zwischenzeitlich extrem danach ausgesehen. Aber auch der Gegner ist hier nicht schlecht dabei, sondern die wissen auch, was sie da machen. Ah, dicke Treffer jetzt auf ihn hier. Da muss er jetzt auch aufpassen, dass er natürlich jetzt da nicht komplett rausgenommen wird. Schön nochmal getroffen. Und jetzt mit der Salve sollte hoffentlich die Yogumo rausnehmen. Nee, immer noch nicht. Aber die Schüsse von der Yogumo gehen an ihm vorbei. Und er holt sich jetzt die Krake mit diesem sehenswerten Kill. Aber man muss dem Admiral Akbar lassen. Er hat wirklich immer ein sehr gutes Movement in den Schiffen. Auch da ist die Yamato am Brennen und Yamato mit dem Hitpoint-Pool, die macht richtig Spaß, wenn sie brennt, ist aber hier schon am Heilen und hat den Brand auch gelöscht. Also von dem her, jetzt setzt er sie wieder in Brand und jetzt dürfte es hoffentlich für ihn wieder damagemäßig ordentlich nach oben gehen. Achtet oben immer auf den Counter, das ist immer besonders sehenswert, wenn ein Schlachtschiff brennt. Und noch der nächste Brand und das tut mal richtig weh, weil die Yamato jetzt nicht mehr
hier den Brand löschen kann, sondern da ist er jetzt komplett dem Thema ausgesetzt. Und jetzt das erste Mal, dass wir sogar hier vielleicht Torpedos sehen. Bis dato die ganzen 166.000 Schaden nur mit seinen Granaten gemacht. Und jetzt nimmt er wieder die AP und sieht man auch hier, der Schaden ist nicht schlecht gegen ein 10er Schlachtschiff. Ist natürlich jetzt nicht so unglaublich hoch, aber für die Geschwindigkeit, die man da schießt, wobei ich da jetzt aktuell wieder HE laden würde und mir lieber den Brandschaden ziehen würde, aber das ist natürlich klar jetzt vielleicht leichter gesagt als getan und ihr seht ja, dann sind es ja doch 4700 mit einer Salve und das muss man auch erstmal mit Bränden hinbekommen. So, jetzt kommt hier der Torpedo an und da macht er sogar noch einen Torpedo-Kill. Auch wenn der Kill und der Damage nicht mehr so unglaublich hoch war. Aber in dem Fall wahnsinnig schön. Sechster Kill. Jetzt gibt es da hinten noch eine andere Chabarovsk und eine North Carolina. Und auch da trifft er auf die Distanz. Hat wirklich ein gutes Aim, das muss man ihm einfach mal lassen, so wie es ist. Und er macht hier, er diktiert hier das Spiel auch sehr. Die Kakaro da drüben hat gefühlt noch, ja sagen wir mal, hier jetzt gerade keinen großen Anteil. Die Yamato, die hat richtig Probleme gerade mit der gegnerischen Chabarovsk. Also von dem her ist er hier schon ganz, ganz, ganz wichtig für sein Team. Und egal wie es ausgeht, sein Anteil ist wirklich sehr, sehr hoch. Aber jetzt muss er sie auch mal treffen. Die muss weg. Oh, das gibt's doch nicht. Noch 397. Noch eine Granate, die er treffen muss. Und da hat er's. Und auch wenn er jetzt brennt. Aber das ist alles gut ausgegangen. Und hier, der Brand ist alles gar kein Problem. Und jetzt wird es interessant. Jetzt sind zwei Torpedo-Schiffe, sage ich jetzt einfach mal, Zerstörer in dem Fall, gegen eine North Carolina. Jetzt wird hier ein bisschen genebelt. Er hat hier Maschinenboost am Start. Und jetzt bin ich gespannt, was er jetzt macht. Ich würde halt einfach, jetzt ehrlicherweise, ich würde hinten stehen und das Ding die ganze Zeit beschießen. Sieht aber so aus, als ob er einen anderen Plan hätte. Also, ich hätte da jetzt wirklich, ich hätte mich jetzt da reingestellt, hätte jetzt einfach nur noch drauf geschossen, weil die Kakaro macht den ja auf. Also die North Carolina fokussiert sich jetzt auch hier ganz stark auf die Kagero. Bis dato das erste Mal, dass ich sage, er spielt hier das gerade ein bisschen inkonsequent, weil der hätte jetzt ja die ganze Zeit schießen können und machen können, tut er aber nicht. Jetzt das erste Mal, also wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen, da hat er den Damage an sich vorbeilaufen lassen, aber die Tickets sprechen ja auch für sein Team, also von dem her alles gut. Und der verteidigt ja hier auch den Punkt damit, den Hits. So, jetzt hat die Kagura auch genebelt, dementsprechend, und wird jetzt auch rausgenommen. Also jetzt keine Sicht mehr. Und jetzt würde ich ganz ehrlich sagen, bevor ihr euch jetzt das Game noch entwischen lässt, einfach wegfahren und einfach die Tickets hochlaufen lassen und ich glaube auch, dass das sein Plan ist. Deswegen, ich werde hier mal ein bisschen schneller machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier das Risiko eingeht. Klar, genau. Stealth noch ein paar Torpedos schießen, aber sonst da jetzt kein Risiko mehr eingehen.
Und es wird auch im Chat geschrieben, einfach sicher überleben und keinen Unsinn machen. Ihr seht es noch, 29 Tickets, also das macht er hier sehr smart, so wie es wirklich dann auch sinnvoll ist, da bei dem Stand. Damit kann ich mich schon mal verabschieden. Hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. War eine sehr schöne Runde. Danke, Admiral, für die Einsendung. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.